kriegen wir hin. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen noch einmal zum Berlin-Quiz. Eine Woche später, ich habe auch jemanden mitgebracht. Regina Heck ist wieder mit dabei. Sie ist beim letzten Mal mit hinüber zu dieser Sendung gekommen. Die erste Frage richtig beantwortet, die zweite Frage konnten wir nicht mehr beantworten, konnten Sie auch nicht stellen, die Zeit war zu Ende. Von daher sind Sie heute meine erste Kandidatin. Und ich denke mal, dass ich Ihnen jetzt zuerst, nicht nur Ihnen, auch den Zuschauern zu Hause, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen, noch einmal die Spielregeln erkläre. Okay? Ja. Gut. Und dazu werfen wir einen Blick auf unsere Grafik. Wir sehen die Grafik, Sie können spielen bis zu 10.000 Euro. Sie dürfen nicht aussteigen im Berlin-Quiz. Sie müssen wirklich jede Frage beantworten, die ich Ihnen stelle. Sollten Sie eine Frage nicht richtig beantworten, dann sind Sie raus aus dem Spiel. Wir schauen auf die Grafik. Wenn Sie zum Beispiel die 1.000-Euro-Frage richtig beantwortet haben, dann färbt sich alles bis 1.000 Euro blau ein. Sie scheitern an der 2.000-Euro-Frage. Dann fallen Sie zwei Etappen zurück. Und das, was Sie dann wirklich mit nach Hause nehmen, färbt sich gelb ein. In diesem Fall die 250 Euro. Verstanden? Ja. Ja? Alles klar? Gut. Regina, die erste Frage. Dazu müssen wir, wie immer im Berlin-Quiz, einsteigen in das öffentliche Verkehrsnetz und losfahren. Am Zoologischen Garten angekommen. Hier konnte man die Plakate sehen, um die es jetzt gleich geht. Ich stelle meine Frage. Wer wirbt mit dem Slogan We Care For You? Ist es die BEWAG, die BVG, die Berliner Polizei oder die BSR? Also die BEWAG hat mit Strom zu tun. Die BVG unsere öffentlichen Verkehrsmittel, die Polizei, dein Freund und Helfer. Obwohl die BSR hilft ja auch, unsere Stadt sauber zu machen. Und Care heißt eigentlich fegen oder so säubern. Also Antwort 4, bitteschön. Antwort 4, okay. Ja. Nehmen wir an. Und Sie haben vollkommen recht. BSR, richtig? Die BSR hat ja mit dieser Kampagne wirklich viele Freunde gewonnen. Die Kampagne lief super gut und wir haben für Sie das We Care For You Plakat hier mit dabei. Ja. Der kleinere von den beiden ist auch so richtig ein kleiner Star geworden in der Stadt. Man kennt ihn überall. Wir machen gleich weiter. Ja, bitte. Gut, wir kommen zur nächsten Station. In der Paradestraße angekommen. Von der Paradestraße hat man einen sehr guten Blick auf landende Flugzeuge in Tempelhof. Mhm. Und um Tempelhof herum stelle ich jetzt meine Frage. Welche Fluglinie durfte West-Berlin während der Teilung Deutschlands nicht anfliegen? War es die Pan American, die Air France, British Airways oder Lufthansa? Während der Teilung, welche Fluglinie durfte West-Berlin nicht anfliegen? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also British Airways weiß ich hundertprozentig, dass sie aber die anderen. Also die obwohl es erst Frage 3, also ich glaube, ich greife jetzt schon auf meine Joker, das ist mir eh egal. Also sind Sie mit dem Flieger ab und zu unterwegs? Ja, ja? Eigentlich. Können Sie sich noch erinnern häufig an die Zeit? Nein. Nicht. Von Tempelhof aus bin ich die amerikanische Pan Am, die französische Air France, die englische British Airways und die deutsche Lufthansa. Aber meine Joker, da bin ich völlig sicher, die wissen das garantiert. Ja? Ja. Möchten gleich die Joker einsetzen? Die nehme ich schon, die Joker, ja. Gut. Wir fragen die Joker. Da sitzen Sie. Sie können Ihre Joker jetzt noch vorstellen. Ja. Das ist einmal die Christel Feu, alles liebe Freundin, die Eva Zerbe in der Mitte, die Sprecherin und Brigitte Bausma. Hallo, Sie waren ja auch letztes Mal schon dabei, aber Sie sind nicht zum Einsatz gekommen. Jetzt ist Ihre Chance das Richtige. Die deutsche Lufthansa durfte nicht. Sie gehen gleich drauf los, die deutsche Lufthansa durfte nicht landen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ist eigentlich logisch, ja. Mhm. Warum aber ist das logisch? Ich war mir aber nicht sicher.
Sie haben ja die Brücke eigentlich sehr schön gebaut. Es sind ja die drei Alliierten, ne? Aber ich bin nicht drauf eingestiegen. Aber Sie sagen, die deutsche Lufthansa, ja, damit stimmen Sie ja überein. Gut, dann nehme ich das an, die deutsche Lufthansa. Bitte? Und logisch, ganz klar, es war die deutsche Lufthansa, die nicht landen durfte. Aber nachdem die Mauer gefallen war, durfte sie wieder landen. Und hier sehen wir die erste Landung in Berlin-Tegel. Die Fluggäste, die mit dieser Sindelfing, mit der Boeing 737 ankamen, hier auf der Gangway. Ja. Wir schauen schon mal auf Ihren Punktestand. Hier ist Ihr Kontostand. Schauen wir drauf. Die 250-Euro-Frage richtig beantwortet. Ihnen ist schon mal das Berlin-Ticket sicher. Mhm. So eine Sache, oder? Ja, sehr schön. Sie waren ja schon mal Kandidatin bei Hans Rosenthal, haben Sie mir erzählt. Ja, dreimal schon. Einmal dreimal in der Schulzeit. Dann im Hörfunk, 750 Jahre Spandau, weil ich ja Spandauerin bin. Und dann noch mal im Fernsehen. Bei Dalli Dalli? Nein, das war auch im Vorabendprogramm, das war ein Musikraten. Da ging es nur um musikalische Fragen. Und konnte man was Gutes gewinnen? Ich habe jedes Mal was gewonnen. Jedes Mal was gewonnen? Ja. Sie sind also ein richtiger Quiz-Fan, Rate-Fan. Ja. Sie machen Quiz und Raten und Kreuzworträtsel. Ihr Hobby? Ist mein Hobby, ja. Gut. Kreuzworträtsel auch? Ja. Dann machen wir gleich weiter. Wir steigen wieder ein, wir fahren zur nächsten Station und mal sehen, ob es wieder klappt. Angekommen in der Bornholmer Straße. Hier hat Günter Schabowski mit seiner Ausreiseankündigung Geschichte geschrieben. Meine Frage dazu. Wohin wurde Günter Schabowski im August 2001 berufen? In den CDU-Gesprächskreis, in den PDS-Vorstand, in den SPD-Alte Herren oder in den FDP-Beirat? Also SPD-Alte Herren ist sehr ulkig, aber das ist es nicht. Der FDP-Beirat auch auf keinen Fall. PDS-Vorstand könnte Warum sein. Warum nicht der FDP-Beirat? Ist zu weit weg. Also FDP Wovon? Und Schabowski, nein. PDS-Vorstand ist nicht. Also ich bin für den CDU-Gesprächskreis. Sie meinen, das ist nicht weit weg? Das ist auch weit weg, aber ich habe mich eigentlich sehr gewundert. Und ich glaube, da war noch dieser niedliche kleine Turner dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Der war auch mit in diesem Gesprächskreis. Darf ich nicht sagen. Nein. Also ich bin für den CDU-Gesprächskreis. Für den CDU-Gesprächskreis. Ja. Gut, dann nehme ich das an. Ja, bitte. Ja, in den FDP-Beirat wurde er nicht berufen. Nee. PDS-Vorstand hätte doch gepasst. Hätte gepasst, ist aber nicht. Sind Sie sich sicher? Eigentlich ja. Ja? Können Sie sich auch sein. Er wurde in den CDU-Gesprächskreis berufen. Im August 2001. Man wundert sich in der Politik oft nicht schlecht, wer da plötzlich zusammenfindet. Ja. Und wir haben es für Sie vorbereitet. Hier ist es. Ja. Und Schabowski, Herr Steffel und Frau Gulein. Der Sportler ist gar nicht dabei. Kein Sportler der dabei. Aber auch mit dabei. Die drei und, zu sehen. Ja. Ah, die vierte Frage richtig beantwortet. Jetzt geht's weiter. Landen am ehemaligen Grenzübergang Bernauer Straße. Mhm. Und deshalb auch meine Frage zur Mauer. Ja. Frau Heck, welcher Bezirk grenzte nicht an die Mauer? Steglitz, Tempelhof, Wilmersdorf oder war es Reinickendorf? Welcher Bezirk grenzte nicht an die Mauer? Nicht ganz so einfach. Also Reinickendorf grenzte an die Mauer. Tempelhof eigentlich auch. Steglitz muss demnach. Denn Wilmersdorf ist ja ein Innenstadtbezirk.
Und darum nehme ich einfach Wilmersdorf. Das ist ja ein Innenstadtbezirk. Welcher Bezirk grenzt nicht an die Mauer? Nicht an die Mauer. Ja, ich nehme Wilmersdorf. Das ist ja eigentlich Charlottenburg, Wilmersdorf. Das sind ja Innenstadtbezirke von West-Berlin. Mhm. Und darum entscheide ich frage nur deshalb, weil Sie sagen Innenstadtbezirke und da ja, gehe ich jetzt davon aus, dass die Innenstadt... keine Mauer im Innenstadtbezirk Wilmersdorf. Obwohl, Moment mal. Wilmersdorf geht ja runter bis Grunewald. Ach ja, natürlich, das geht ja Grunewald da runter. Also ist vollkommen verkehrt. Reinickendorf grenzt an die Mauer Tempelhof. Sie schließen jetzt aus. Ja, also Reinickendorf garantiert. Wilmersdorf, natürlich. Natürlich, das geht ja, der Grunewald unten gehört ja zu Wilmersdorf mit. Ja. Ja, also dann und wir muss wollen ich ja einen Bezirk umorientieren, daran grenzt. Dann nehme ich Steglitz. Aber dabei bleibe ich jetzt. Steglitz. Dabei bleiben Sie jetzt. Dabei gut, dann ich nehme ich Steglitz jetzt an. Wenn Sie so ja, sagen, Sie... Dabei gut, Steglitz nehme ich an. Ja. Welcher Bezirk grenzte nicht an die Mauer? Steglitz grenzte auch an die Mauer. Aha, habe ich doch sehr gezählt. Von daher. Schicksal. Tut mir sehr leid. Schicksal. Schicksal. Es tut mir sehr leid. Ja. Wir schauen auf Ihren Kontostand. Ja. Demnach ist Ihnen die BVG-Clubreise ganz sicher. Na gut. Okay. Frau Heck-Wannsee. Die neuen Kandidaten sitzen hier bereits auf unserer Kandidatenbank. Vorher möchte ich ganz schnell noch durchgeben, wenn Sie sich informieren möchten über das Berlin-Quiz, dann können Sie sich im Internet einwählen unter www.berlinquiz.tv und Sie können sich auch direkt bewerben. Da rufen Sie am besten die Hotline an und die Hotline lautet 0180 5 640 640. Das sind die beiden wichtigen Adressen, die Telefonnummer, unter der Sie sich bewerben können. Ja, und wie gesagt, wir brauchen 4 neue Kandidaten und die neuen Kandidaten sind hier auf ihren Stühlen bereit. Meine Kandidaten sind Otto Tietz, er kommt aus Berlin-Charlottenburg. Tanja Schmidt auch aus Berlin-Charlottenburg. René Fiedler, er wohnt in Prenzlauer Berg. Und Rosel Meier aus Spandau. Herzlich willkommen. Bei uns ist es üblich, den ersten Kandidaten, der mit mir jetzt wieder zum Pult kommt, durch eine Schätzfrage zu ermitteln. Und die Schätzfrage, die stelle ich jetzt. Um wie viele Minuten weicht die Berliner Zeit von der mitteleuropäischen Zeit ab? Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit und die Zeit läuft jetzt. Ihre Entscheidungen müssen gefällt sein. Oh Gott. Gut. Sie sagen 5 Minuten. Tanja sagt 3 Minuten, René 60 und Rosel Meier sagt 1 Minute. Damit liegt Herr Tietz ganz nah dran. Es sind nämlich 6 Minuten 22 Sekunden. Danke schön. Sie können zu mir kommen. Geschafft. Gut geschätzt. Fast genau die Zahl getroffen. Sie haben ein großes Hobby, die Modelleisenbahn. Da müssen Sie auch ein großes Haus haben, denke ich mal. Ja, ich wohne in einem großen Haus, aber mit 22 anderen Parteien zusammen. Nein, die Wohnung hat höchstens 70 Quadratmeter. Und wo und lassen die, Sie das? Die Bahn, das die ist Bahn? Ein Trick. Die Bahn läuft eigentlich nur hin und her und auch nur im Flur. Da ist eine
Wendeanlage drin, die den Zug anhalten lässt und wieder zurückfahren lässt. Wie im Kaufhaus in der Vorweihnachtszeit, wenn die Eisenbahn da immer so furchtbar schnell, finde ich, ganz unnatürlich hin und her rauscht. Das habe ich auch gebaut, beziehungsweise mit der Hilfe meines Schwagers ist da sehr viel entstanden. Der hat mir nämlich den Bahnhof Zoo originalgetreu nachgebaut. Alles im Maßstab für die H0-Eisenbahn. Und das ist nicht wegklappbar, das steht da immer? Das steht immer. Wir haben eine Tür, die wir nicht brauchen. Und die Tür ist ausgefüllt mit Regalen. Das heißt, es ist alles schön hinter Glas. Und da steht der Fuhrpark. Und alles wird quasi nur einzeln benutzt, um das vielleicht 3,5 Meter hin und her. Und Ihre Frau macht es mit? Sie hat mir den Flur überlassen, ja. Sie hat Ihnen die Flur. Ja, da darf ich machen, was ich will. Ist Ihre Frau denn auch dabei? Ist sie bei den Jokern mit dabei, die Sie jetzt vorstellen? Meine Frau ist bei den Jokern mit dabei. Ja? Gut. Schauen wir doch mal dazu. Ja, da sitzt sie gleich von vorn, von ohne jetzt jemanden zuerst zu nennen, bitteschön. Aber nur haben wir sie schon genannt. Meine Frau links daneben, ihre Kollegin Christel Schippmann und Peter, das ist unser gemeinsamer Freund, der extra aus Spandau hergeeilt ist. Potsdam, Potsdam, Potsdam. Sie kennen ja die Spielregeln. Ihren Joker setzen Sie dann, wenn Sie partout nicht wissen, wie die Frage zu beantworten ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihren Joker zu setzen. Sie können nicht aussteigen, können sich aber hoch bis 10.000 Euro spielen. Alles klar? Schauen wir mal. Gut, wie es im Berlin-Quiz so ist, geht es mit dem Berliner U-Bahn-Netz los und wir steigen ein und fahren los. Wir kommen an in Bellevue, allerdings dort nicht mit der U-Bahn, da kommen wir mit der S-Bahn an. Und meine Frage, wie nennt der Berliner die Kongresshalle im Tiergarten? Nennt er sie schlafender Seestern, schwangere Auster, flache Flunder oder miese Muschel? Nee, also diese, ich will keine Namen nennen, Fischhandlungsgeschichten lassen wir mal aus. Schlafen auch nicht. Die schwangere Auster ist von Anfang an der Name für die Kongresshalle gewesen. Schwangere Auster? Ja. Das nehme ich an. 1957 wurde sie den Berlinern übergeben. Die schwangere Auster. Vollkommen richtig. Und da ist sie. Und wir haben einen Film vorbereitet. Kurz nach ihrer Fertigstellung. Anfang der 80er Jahre passierte es dann, brach das Dach zusammen, aber sie wurde wieder aufgebaut und steht wieder strahlend schön an der gleichen Stelle, wo sie immer stand. Und wir bleiben nicht stehen, wir fahren weiter zur nächsten Station. Wir kommen in der Uhlanstraße an, ein sehr kurzes U-Bahn-Stück vom Wittenbergplatz zur Uhlanstraße, ein ganz kurzes Stück nur. Und in der Nähe der Uhlanstraße gibt es eine Diskothek, die einem ganz schön berühmten Berliner Playboy gehört. Und um ihn dreht sich meine Frage. Wie heißt Rolf Edens Diskothek am Kurfürstendamm 202? Heißt sie Adam und Eden, Magic Eden, Big Eden oder Jenseits von Eden? Da überlege ich nicht lange. Das ist Big Eden und ich brauche auch nicht lange dann zu überlegen, weil ich jeden Abend da fast spazieren gehe. Gut, dann nehme ich das an, das Big Eden. Was wollen wir reden? Gehen wir ins Eden? Ins Big Eden. Vollkommen richtig. Und wir machen gleich weiter. Wir fahren weiter zur nächsten Station. In der Eberswalder Straße angekommen, da gibt es ein Geschäft in der Nähe, das heißt Ostkost. Und da kann man noch DDR-Produkte kaufen. Und um die dreht sich auch meine Frage. Was kaufte der Ostberliner, wenn er Malzkaffee trinken wollte? Kaufte er im Nu, sofort, ratzfatz oder ruckzuck? Darf ich meine Joker nehmen? Sie dürfen, wann immer Sie wollen, können Sie Ihre Joker nehmen. Ich bitte drum, ich bitte um Beistand. Vielleicht probieren Sie es vorher mit einem Herleiten? Nein, da probiere ich nichts. Das ist mir... Können mit der Frage gar nichts anfangen. Sie haben Muckefuck gefragt und das...
wenn sie nach Bohnenkaffee gefragt hätten. Ja, aber Muckefuck. Ich nehme bitte meine Joker. Gut, dann nehmen wir die Joker. Sind schon am Beraten, ganz heftig dabei. Was kaufte der Ostberliner, wenn er Malzkaffee trinken wollte? Im Nu? Sofort? Ratzfatz? Oder ruckzuck? Also, wir müssen auch raten, wir sagen im Nu. Sie sagen im Nu. Bei der dritten Frage, okay. Nehmen Sie es auch an? Ich bin da total neutral, ich weiß es nicht. Total neutral, wir müssen es dann annehmen. Ja, ich nehme es an, selbstverständlich, ja. Dankbar. Gut, ja. Dann nehme ich es auch an, im Nu. Ja, wenn die Ostberliner damals Malzkaffee trinken wollten, dann musste es schnell gehen. Und das nicht war? Nicht sofort, nicht ruckzuck, nicht ratzfatz, im Nu. Das wusste ich wirklich nicht. Ihren Joker. Bestens eingesetzt. Herr Tietz, wir schauen gleich auf Ihren Kontostand. Die 250-Euro-Frage richtig beantwortet. Damit ist Ihnen das Berlin-Ticket schon mal ganz sicher. Und wir können sofort weiterspielen. Prima. Wir fahren wieder los. Kommen in der Ullsteinstraße an. Und auf dem ehemaligen Ufa-Filmgelände drehte Fritz Lang seinen ersten Science-Fiction-Klassiker, den ersten deutschen Science-Fiction-Klassiker. Meine Frage. Wie hieß der erste deutsche Science-Fiction-Film, der im Berliner Ufa-Palast uraufgeführt wurde? Metropolis, Nosferatu, Star Wars oder Das Schwarze Loch? Sie lachen? Ja, das Schwarze Loch war es nicht, Nosferatu auch nicht, hat nichts mit Science Fiction zu tun. Star Wars ist viel zu jung, Metropolis ist das gewesen. Metropolis? Ja. Sie sind sich ganz sicher? 100%. Gut, dann nehme ich das an. Ja. Star Wars ist zu jung, klar. Nosferatu, zeitlich, aber wäre auch falsch gewesen. Metropolis. Richtig. Der Film Metropolis ist nur noch in Teilen erhalten. Und einen ganz kleinen, klitzekleinen Teil haben wir für Sie vorbereitet. Da sehen wir es. Aber wir sehen auch gleich das Studio. Hier das Studio, die Lampen, die ganze Dekoration. Und dort oben auch ihn selbst. Und hier die große Studioeinstellung. Metropolis. Frage 4 richtig beantwortet. Ihr Kontostand, Sie stehen jetzt bei 500 Euro, demnach die BVG-Clubreise, die ist Ihnen auch sicher. Und wir können auch gleich weitermachen. Bitte schön. Eichkamp. Hier verläuft die S-Bahn parallel zur AWUS. Und meine Frage ist, mit welchem Fahrzeug stellte Fritz Opel 1928 einen Geschwindigkeitsrekord auf der AWUS auf? Mit dem Silberpfeil, einem Porsche, einem Raketenauto oder einem Motorrad? Fritz Opel fuhr damals das Raketenauto. Als Eisenbahnfan kennen Sie sich dann auch in der Automobilengeschichte aus. Ich habe auch ein paar Autos, ja, ganz wenig. Aber Sie ziehen so ganz strikt und direkt auf das Raketenauto. Ja. Warum? Das ist Geschichte, das weiß ich. Das rufen Sie ab? Ja. Gut, dann nehme ich das an. Raketenauto. Wissen Sie zufällig, wie viel Kilometer das Fahrzeug erreichte, die Höchstgeschwindigkeit? Nein. 234 Kilometer. Das war damals wahnsinnig viel. Und es wurde erreicht mit einem Raketenauto.
Fritz von Opel stellte einige Rekorde auf der Avus auf. Und das mit dem Raketenauto, das haben wir im Bild festgehalten. Und hier haben wir es. Unseren heutigen Sicherheitsbestimmungen bestimmt nicht unbedingt gleichzusetzen, aber es hat geklappt. 234 Kilometer ist er damit schnell gefahren. Fünfte Frage richtig beantwortet. Dann machen wir gleich weiter. Zur nächsten Station. Am Theodor-Heuss-Platz steigen wir aus und da steht ja das Haus des Rundfunks vom SFB, es steht das Fernsehzentrum vom SFB und meine Frage dreht sich um einen Sender. Wie hieß der von der amerikanischen Regierung gegründete Vorläufer des RIAS? DIAS oder CNN, BFBS oder Deutsche Welle? Sie hören ja, Sie sagten ja, Sie hören viel Musik. Ja, von den Amerikanern schon immer. Und RIAS bin ich eigentlich Fan gewesen und habe schon als Kind die Insulaner hören können. Wen haben Sie hören können? Die Insulaner hören können, aha, als Kind schon. Aha. Und was haben Sie am liebsten gehört beim RIAS? Naja, sonntags vormittags, Onkel Tobias. Na ja. Onkel Tobias vom RIAS. Ja. Wie hieß denn Deutsche Welle auf keinen Fall, CNN und BFBS haben nichts mit Amerikanern zu tun. Ich nehme DIAS. DIAS? Ja. Jetzt des Auswahlverfahrens wegen oder nein, weiß ich nicht? Nein, begründet. Also CNN ist nicht drin, Deutsche Welle auch nicht. BFBS ist ja britisch, nicht amerikanisch. Mhm. Also bitteschön, bleiben wir beim DIAS. Dann nehme ich das an. DIAS. Das CNN ist der amerikanische Fernseh-News-Sender. Nicht, wonach ich gefragt habe. Die Deutsche Welle, Deutschlands sprechende Visitenkarte im Ausland? Nichts. BFBS, British Forces, nein, Broadcasting Service. Demnach der DIAS. Ja. Und DIAS steht für. Radfunk im amerikanischen Sektor. Ja. Der Sendestart war am 7.2.1947. Lange, lange her. Wir sind am Theodor-Heuss-Platz und wir fahren weiter zur nächsten Station. Die siebte Frage. Wie heißt Charlotte von Mahlsdorf mit bürgerlichem Namen? Heißt sie Lothar Beerfelde? Thomas Liebermann, Georg von Klingen oder Alexander Grauberg? Am Bahnhof Mahlsdorf, diese Frage. Wie heißt Charlotte von Mahlsdorf mit bürgerlichem Namen? Ich hab's schon mal gehört, aber das ist raus aus dem Kopf. Lothar Barfelde kommt mir bekannt vor. Und ich wollte schon immer mal in Mahlsdorf aussteigen. Nehmen wir den, volles Risiko. Ihr Gründerzeitmuseum steht dort in der, ja, Nähe. Mhm. Und jetzt wohnt sie in Schweden. Also hier wohnt in Schweden. Aber mit den anderen drei Namen kann ich nichts anfangen. Weder mit Thomas Liebermann, nein, Georg von Klingen, nein, Alexander Grauberg. Ich nehme Lothar Beerfelde. Nur weil das bei Ihnen im Ohr klingt. Das ist noch so drin, noch so bekannt. Mhm. Soll ich annehmen? Bitte. Gut. Lothar Beerfelde, sagen Sie. Charlotte von Mahlsdorf wurde am 18. März 1928 in Berlin-Mahlsdorf als Kind von Vater Max Beerfelde. Du haben sie es aber sehr spannend gemacht. Geboren. Sie hieß demnach Lothar Beerfelde.
Die siebte Frage richtig beantwortet. Ein Grund mehr, auf Ihren Punktestand zu schauen. Hier ist er. Die 3.000-Euro-Frage richtig beantwortet. Ihnen sind 1.000 Euro schon mal ganz sicher. Eine Menge kleiner neuer Waggons, eine Menge kleiner neuer Loks. Wissen Sie, was eine Lok kostet? Ja, ich wollte gerade sagen, mit 1.000 Euro kommt man noch nicht so weit. Das ist. Aber eine Menge drin, kleiner oder? Loks, haben Sie so niedlich gesagt. Das wäre schön, ja. Aber da sind es höchstens 4, 5. Ja. Naja, 4, 5 Loks. Machen wir gleich weiter? Wir machen schon ordentlich Dampf, also bleiben wir dabei, machen wir weiter. Ja. Gut, wir machen Dampf. Wir machen Dampf und fahren weiter. Steigen aus im Grunewald, der S-Bahnhof Grunewald, bekannt, ein sehr schöner Bahnhof, frisch restauriert. Hier hat sich Arend Oetker seine Bleibe gesucht. Und meine Frage lautet: Der Unternehmer Arend Oetker wohnt in Berlin. In welchem Verband ist er Vizepräsident? Sie kommen aus der chemischen Industrie. Damit hatte ich auch schon mal zu tun, ja. Ist lange her. Und Sie haben in der Industrie- und Handelskammer gearbeitet? Das waren die letzten 20 Jahre meines Berufslebens, ja. Kommt Ihnen diese Frage jetzt zu Pass? Gute Frage. Ich würde dann sagen, wenn ich sie falsch beantworte, Asche auf mein Haupt. BDI ist der Bund der deutschen Industrie, EKD ist die Evangelische Kirche Deutschlands, CVJM, mit denen hatte ich auch schon mal zu tun. Ich bin im Jugenddorf groß geworden, das gehörte damals mit zum CVJM. CVJM? Damals. BDB, Nummer 4, reiche ich Ihnen. Bundesverband der Deutschen Banken, BDB. Sagen Sie? Bundesverband der Deutschen Banken, BDB. Nummer 1 CVJM, Nummer 2 EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, der BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie und BDB, Bundesverband Deutscher Banken. Der Unternehmer Arend Oetker wohnt in Berlin. In welchem Verband ist er Vizepräsident? Das war die Frage. Vizepräsident. Die Präsidenten könnten Sie aus dem FF? Ja, Vizepräsident. Dann lassen wir das lieber mit den Banken und gehen zur Industrie. Warum? Oetker ist kein Bankier. Oetker ist Industrieller, das heißt, er ist in der Fertigung. Mit der Geldverwaltung hat er im Grunde genommen nichts zu tun. Musste viel Lösegeld bezahlen. Als Vizepräsident wäre es leicht gewesen, 30 Millionen loszueisen. Also dann gehe ich doch mal auf Nummer 3 und bleib, wenn er Vizepräsident ist, beim BDI. Die haben ja mehrere Vizepräsidenten. Das ist meine Rettung, vielleicht mein Aufhängen. Gut. Lassen wir es bei der 3. Die 3, BDI. Ja. Nehme ich an. Christlicher Verband junger Menschen. Arend Oetker war dort nicht Vizepräsident. Der Bundesverband Deutscher Banken allerdings hat Ihnen so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Ja. Da wussten Sie nicht so genau. Sie waren sich unsicher und sind nochmal geswitcht. Das war sehr gut. Sie haben vollkommen richtig entschieden. Bundesverband der deutschen Industrie. Arend Oetker war noch Vizepräsident. Ich kann nur so viel sagen. Glückwunsch erstmal bis hierher. Die achte Frage richtig beantwortet. Wir schauen auf Ihren Kontostand. Die 4.000-Euro-Frage richtig beantwortet. 2.000 Euro sind Ihnen sicher. Und wir machen weiter. Wir fahren wieder los auf zur nächsten Station. Am Lehrter Bahnhof
Hier am Friedrich-List-Ufer, am Humboldt-Hafen, wurde der erste DDR-Flüchtling erschossen. Meine Frage dazu. Wer war das erste Todesopfer des Schießbefehls an der Berliner Mauer? War es Chris Geffroy, Michael Gartenschläger, Peter Fechter oder Günther Littfien? Wer war das erste Todesopfer des Schießbefehls an der Berliner Mauer? Peter Fechter habe ich selber erlebt. Ich war zufällig in der Nähe. Es war in der Zimmermannstraße, in der Nähe von Checkpoint Charlie, in der Jerusalemer Straße, dort, wo jetzt das Axel Springer Hochhaus steht. Mhm. Auf dem Dach. Mit einem Freund. Und haben das erlebt, wie der Peter Fechter da ums Leben gekommen ist. Sie haben es persönlich gesehen? Ja. Chris Geffroy war einer der letzten zu beklagenden. Mir kommt Günther Littfien bekannt vor. Ich habe das gelesen auf einem Kreuz, auf einem Mahnmal. Mhm. Und ich hänge mich daran auf. Also ich bleibe mal bei Günther Littfien. Michael Gartenschläger kenne ich dem Namen nach nicht so gut. Littfien habe ich schon mal gelesen. Und Sie haben es schon mal gelesen? Ja, gerade, Sie an der Mauer, gesehen. An einem Kreuz. Irgendwo habe ich den Namen gesehen. Aber ich kann es jetzt nicht mehr zum Humboldt-Heim bringen. Es kann hinterm Reichstag gewesen sein. Mhm. Ist ja auch da. Ist ja keine Entfernung. Entscheiden sich definitiv für Günther Littfien? Also mir ist so, dass vorher schon versucht wurde. Denn Fechter ist 62 erschossen worden. Und die Mauer ist 61 gebaut worden. Ja. Gut. Ja. Günther Littfien. Ja. Das nehme ich an. Gut. Das erste Todesopfer des Schießbefehls an der Berliner Mauer. Es war Günther Littfien. Vollkommen richtig. Er wurde am 24. August 1961 beim Versuch, die Grenze im Humboldt-Hafen zu überwinden, schwer verletzt und ertrank. Und wir haben ein Foto, mehrere Fotos, die das belegen. Die 9. Frage richtig beantwortet. Wir schauen auf Ihren Kontostand. Die 5.000-Euro-Frage. Beantwortet. Ihnen sind 3.000 Euro sicher. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, zur 10. Frage, die Ihnen vielleicht, wenn Sie sie richtig beantworten, 10.000 Euro bietet. Na, ich glaube noch nicht dran. Das ging aber ja. Ihr Wissen ist so profund, es ist so breit und weit. Von daher bin ich ganz guter Dinge, dass Sie die 10. Frage auch beantworten werden. Das letzte Steinchen aufheben. Genau. Wir fahren also wieder los. Breitenbachplatz. Meine Frage jetzt zum Breitenbachplatz. Hier ist sie, die 10. und letzte Frage. Welcher Darsteller ohrfeigte 1961 Erich Honecker? Ernst Busch, Manfred Krug, Kurt Böwe oder Rolf Hoppe? Der hat dem Honecker eine Ohrfeige gegeben? Mhm. Einer von ihnen. Ich fürchte, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann den Umweg gehen. Der Krug war es nicht. Sie Böwe schließen jetzt ist aus, doch, ja, Böwe ist doch immer noch in Lohn und Brot. Und Rolf Hoppe. Ich tippe auf Ernst Busch. Das ist Tippen. Das ist Tippen. Ich wusste von der Ohrfeige nichts. Also, da
Da bin ich unbedarft. Noch nie was von gehört? Nein. Nein. Ich weiß das. Bei der 10. Frage, bei der letzten Frage müssen Sie absolut raten. Absolut raten, ja. Was ist das so für ein Gefühl? Wollen wir es mal als. Ja, das ist jetzt, jetzt kommt so das Quizgefühl. Schade, dass es zu Ende ist. Jetzt macht's Spaß. Vorher war die An- und die Aber Anspannung. Jetzt ist ja auch ein bisschen Zocken mit dabei. Ja, und. 10.000 Euro. Lassen wir uns mal zocken. Bestimmten Betrag haben Sie ja schon. Der ist Ihnen ja schon sicher. Ja, darüber freue ich mich. Und das werden wir auch gleich jetzt zum Teil schon veressen anschließend. Das bin ich meinen Jokern schuldig. Ja, bitteschön. Ich tippe. Sie tippen. Und Sie tippen? Ernst Busch. Ernst Busch. Soll ich jetzt frank und frei annehmen? Bitte, ja. Gut. Nehmen wir an. Ernst Busch. Haben alles gewusst bis hier hinauf. Haben den Joker richtig, vollkommen richtig eingesetzt. An der Stelle, an der sie sich überhaupt nicht sicher waren, beziehungsweise es auch nicht wussten. Beim Muckefuck. Beim Breitenbachplatz. Und der Frage, welcher Darsteller ohrfeigte Erich Honecker 1961? Zocken Sie. Aber wenn Sie es nicht wissen, was bleibt Ihnen anderes übrig? Es war nicht Manfred Krug. Noch drei Möglichkeiten. Es war nicht Rolf Hoppe. Ich sage Ihnen jetzt, warum er geohrfeigt wurde. Wegen mangelnder demokratischer Einstellung. Und er wurde geohrfeigt nicht von Kurt Böwe, sondern von Ernst Busch. €10.000. Haben Sie schon mal was von Herzklopfen gehört? Kann man Ihr Herz klopfen hören jetzt? Sie haben das aber auch so, gesundheitsschädlich rübergebracht. Das wollte ich jetzt auf keinen Fall. Aber 10.000 Euro. Wissen Sie schon, was Sie damit machen? Nein. Nicht. Wir gehen erstmal in Ruhe essen. Ja. Ich möchte auch nichts Banales sagen oder irgend sowas. Ich freue mich wahnsinnig drüber. Und nicht alles in die... Nein, und ich freue mich auch darüber, dass, ich weiß es hundertprozentig, sich meine drei da hinten auch freuen. Mhm. Das macht die Freude noch größer. Und lassen wir es mal offen. Ich habe keine Ahnung. Wenn Sie nicht wissen, was Sie damit machen sollen, Sie können es anlegen, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht sagen. Dabei hilft Ihnen natürlich auch die Berliner Sparkasse, die diesen Cashbetrag zur Verfügung stellt. Ich freue mich für Sie, das ganze Publikum freut sich für Sie. Danke, dass Sie da waren. Und dieses Zeichen, perfekt in der Zeit. Sie gewinnen 10.000 Euro, gehen mit 10.000 Euro nach Hause. Und für uns ist die Spielzeit zu Ende. Die Sendezeit ist zu Ende. Wir sehen uns nächste Sendung nicht mehr. Dann gibt's 4 frische neue Kandidaten. Aber wir sehen uns in der nächsten Sendung, wenn Sie einschalten, das Berlin-Quiz in B1. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Herr Thief. Wunderbar. Wir können anstoßen auf die 10.000 Euro. So.